Lass mich ganz kurz hier. Moment. So. Dann muss ich kurz schauen, was noch natürlich die Bits angeht, wo wir gerade dabei sind. Was da letzten Monat zusammengekommen ist. Das will ich natürlich nicht unterschlagen. Aber wo ist es denn nur? Ah, das dürfte das sein. Das hat immer so einen komischen Namen. Genau. Ah ja. Cool. Wow, dann sind wir jetzt. Durch alle Patreon-Einnahmen, durch die Spenden vom letzten Monat und durch die Spende von Fallen Crusader gerade, nämlich schon über 500. Das heißt, der zweite Special-Stream für nächste Woche ist jetzt schon quasi unlocked. Moment. Zielhöhe hier, Startbetrag hier. Ja. Manchmal funktioniert es nicht, da muss man alles doppelt machen, leider. Aber gleich sind wir soweit. So, jetzt. Tada! Das war anstrengend. Da trinke ich gleich mal einen Schluck. Im Grunde soll dieses Spiel, das ich im Kopf habe, das momentan wirklich nur in meinem Kopf existiert und also, nee, nur in meinem Kopf eigentlich. Und auch da lückenhaft. Soll die Entstehungsgeschichte, die Vorgeschichte des Land Squid erzählen. Und wie er auf sein treues Reittier gestoßen ist. Das wahrscheinlich ein richtiger Charakter wird und nicht nur irgend so ein Reittier. Aber mal schauen. Und wenn es doch nichts wird, dann kommt das halt als Webcomic oder so. Die Geschichte. Warum sind denn hier so wenig Hunde? Früher war mehr Lametta. Warum sind die so kleine Gruppen immer nur? Nachladen, super Slow-Mo. Aber ich glaube, 30 kriegen wir da einigermaßen schnell zusammen. Einigermaßen. Viel schneller als die Bienen. Zumindest ist es nicht so monoton wie bei den Bienen, wo wir ein bisschen durch die Gegend rocken. Meine Güte, können wir jetzt mal treffen. Dankeschön. Wahrscheinlich ist jetzt das Magazin leer, oder? Ne, geht schon sogar noch. So. Ich bin ja froh, dass wir keine Eichhörnchen für die Quest erledigen müssen. Ich meine, Eichhörnchen halten nicht viel aus und so. Das passt schon. Aber die sind lästig, weil jetzt spiele ich ja quasi schon im New Game Plus und da halten die Gegner ein bisschen mehr aus. Und bei den Eichhörnchen ist das wirklich nervig, weil die halten jetzt gerade so, also die überleben jetzt quasi gerade so einen Schlag von mir. Was heißt, ich muss die im Grunde mit den Pistolen erschießen, weil ansonsten erwische ich die nicht mehr rechtzeitig, bevor die mir Sachen klauen. Und auf Eichhörnchen zu schießen ist echt schwierig und echt nervig.
der Land Squid aus einer anderen Galaxie? Nö. Ich meine, da kann sich jetzt aktuell noch viel verändern. Ich mache das jetzt gerade. Ich habe jetzt zwei Freunde von mir ins Boot geholt, die mir da ein bisschen helfen, hoffentlich. Einer, der auch das Logo designt hat, der dann natürlich mit involviert ist so ein bisschen in diesen Land Squid, dadurch allein schon, hilft mir so ein bisschen bei der Story und bei der Ausarbeitung der Figuren. Da machen wir auch ganz viel Brainstorming und sowas. Da wird sich noch viel verändern. Und einer, ein Freund von mir, der Dr. Hibble, hat einen sehr coolen und einzigartigen Artstil, einen sehr coolen Zeichenstil. Der soll quasi so ein bisschen die Artworks übernehmen. Und das ist jetzt eben die Frage. Ich weiß noch nicht mal genau, wie ich die Animation der Figuren mache. Richtig cool wären natürlich Frame für Frame handgezeichnete Animationszyklen. Aber das wäre natürlich für den Hibble unglaublich viel Arbeit. Das Ergebnis wäre natürlich wahrscheinlich der Wahnsinn. Aber ob ich ihm das zumuten will und ob er das zeitlich schafft, ist jetzt gerade die Frage. Vielleicht macht man auch einfach nur die einzelnen Körperteile und dann mache ich ein 2D-Skelett. Sieht dann bei weitem nicht so cool aus, aber ist halt realistischer, muss man auch leider sagen. Aber trotzdem, durch Hibble dürfte das Spiel echt einen sehr einzigartigen und sehr coolen Stil kriegen, wenn er das zeitlich hinkriegt. Ich meine, die arbeiten natürlich beide auch Vollzeit. Das ist natürlich alles nicht so leicht, aber das wäre super cool. Ja, und dann muss man mal schauen, wo sich das hinentwickelt. Auf jeden Fall kann sich da eben noch viel verändern, weil wir da aktuell gerade noch so beim Brainstormen ganz stark sind auch einfach. Ich habe zwar schon einige Ideen und einige Sachen mehr oder weniger durchdacht, aber auch da kann sich natürlich noch was ändern. Von Crusader, Dankeschön für die Bit! Das habe ich gerade sehr komisch gesagt. Das Bitglas füllt sich wieder prächtig. Prächtig, prächtig. Die meiste Arbeit wird das Programmieren. Ja, eben sowieso. Das ist im Grunde das, was ich übernehme. Über Unity geht auch das eben relativ einfach. Aber, also im Endeffekt hat man mit Unity selber gar nicht mehr so viel mit Code zu tun. Aber mit Logikketten halt immer noch. Also im Endeffekt haben die das Ganze nur grafisch dargestellt und vereinfachter dargestellt. Und es gibt sehr viele, das ist wirklich hilfreich, sehr viele vorgefertigte Baukästen und Funktionen, die man sich teilweise auch kostenlos einfach im Asset Store besorgen kann, die einem wirklich bei vielem helfen, weil da muss man viele Sachen nur ein paar Parameter verändern und schon hat man die Spielmechanik so ungefähr so, wie man sie gern hätte. Also da kann man sich über so ein Baukastenprinzip echt schon sehr viel zusammenholen, aber ich habe halt ein paar Ideen für ein paar sehr spezielle Spielmechaniken, da werde ich nicht drum rumkommen, da auch wirklich selber was mir zusammen zu basteln. Da kann ich mich leider nicht nur auf so Standard-Assets verlassen und an denen rumschrauben. Aber ja, wie sieht's denn aus, Quest? Wie sieht's denn aus? 25! Na guck, das geht ja wie im Flug. Nur noch 5 und dann gehen wir ins Hotel schlafen und dann gehen wir auf Alligatorjagd. Ich glaube, wir sind doch am Schluss der letzten Folge noch in Kapitel 3 gesprungen, damit wir die Quests von dem Bootsverleiher machen können, ne? Jetzt ist das Doofe, dass an der Stelle Marvin leider schon nicht mehr da ist. Das heißt, wir müssen danach nochmal zurückspringen ins Kapitel 2 oder so, damit wir die Quest bei Marvin abgeben können. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ist ja egal. Erledigen können wir sie trotzdem schon mal. Nur abgeben noch nicht. Du, 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 du. Ach, kommt schon. Ich brauche noch 2 Hündchen. Seid doch jetzt nicht so, ihr Spielgötter. Ah, danke schön, Spielgötter. Die heiligen Tentakel der Videospielgötter haben es mal wieder gerichtet. Ramsi, danke schön!
Das Bitglas geht über mit Glück. Mit Glück und Liebe bis an den Rand gefüllt das Glas. Nicht cool. Glück kann man immer brauchen. Und heart is not a useless power. Insofern perfekt. Okay, das dürfte reichen mit dem blöden... Nein, einer noch. Da habe ich mich aber irgendwie verguckt, oder? Dammit. Volgreda, danke nochmal. Oh, da kommt wieder ein dicker Herzbrocken und bringt das Fass zum Überlaufen. Schön. Ich könnte mir den ganzen Tag dieses Bitglas anschauen. Oh, wisst ihr, was mich das erinnert? Ramsi, nochmals danke. Yeah. Das erinnert mich an Lionhead Studios. Deren Intro früher bei Black and White 2 und wahrscheinlich auch bei Fable. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber da hatten die eine Zeit lang dieses Intro, wo man am Anfang nur so ein Gefäß hatte und dann fielen da quasi so schwarze Pixel rein. Und diese Pixel haben dieses Löwensymbol von denen geformt und man konnte dann dieses Glas aber rumschwenken und somit die einzelnen Partikel bewegen und ausschütten und überschütten. Ich glaube, ich habe mehr Zeit mit diesem Logo verbracht als mit dem Spiel. Nein, das stimmt nicht. Gerade bei Fable und Good and Evil, Beyond Good and Evil, Quatsch. Das hieß nicht Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil ist das andere. Das hieß... Wie? Spinne ich jetzt? Wie hieß denn das? Volgreda, nochmal Dankeschön. Beyond Good and Evil ist das mit dem Schwein und dem Luftkissenboot. Ich meine... Gut. Ich glaube, ich stehe total auf dem Schlauch gerade. Fällt mir nicht ein. Aber ihr wisst, was ich meine. Oder Peter Molyneux, Lionhead Studios... Monster füttern, Gott-Simulation, Königreich aufbauen, Riesenmonster streicheln oder hauen und gegen andere Riesenmonster in den Kampf schicken. Ist das Good and Evil einfach nur? Black and White, genau, dankeschön, Werderhock, meine Güte. Ah, ja genau, Black and White meine ich natürlich. Black and White und Fable, bei den Spielen habe ich mit Sicherheit schon sehr viel mehr Zeit mit den Spielen verbracht, weil die waren beide super faszinierend, aber auch mit dem Logo. Auch das Logo war faszinierend. Und das erinnert mich so ein bisschen an das Glas. Nur, dass ich das Glas leider nicht selber bewegen und rumschütteln und schwenken kann. Das wäre natürlich nochmal cool. Also, falls ich während meiner Ausführungen jetzt irgendwas übersehen habe, Fallen Crusader und Ramsi, danke euch beiden für die vielen Bits. Da brauchen wir eigentlich fast nochmal einen. Ja! Give him the bits! The bits! The bits! The bits! The bits! The bits! Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? So. Ich habe währenddessen geguckt, wo wir hin müssen. Aber dann gehen wir jetzt wirklich ins Hotel erstmal, weil es wird gleich spät. Gleich kommen die Monster. Die brauchen wir nicht unbedingt. Die stören nur beim Krokodiljagen. Düb, 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 düb. Aufs neue Fable gespannt. Leider noch nichts vom Spiel zu sehen. Gerüchten zufolge, aber wie gesagt, nur Gerüchte. Aber leider, leider, schrecklicherweise besagen diese Gerüchte, dass das neue Fable ein MMO werden soll. Ein MMORPG. Aber ich fand ehrlich gesagt den Trailer schon nicht so treffend. Ich finde, der hat den Fable-Charme nicht wirklich einfangen können, oder? Mit dieser Kröte, die Fee ist, ich meine, das ist ganz nett und so, aber das hat irgendwie für mich nichts mit dem Fable-Humor zu tun gehabt oder dem Fable-Charme. Deswegen bin ich da eh skeptisch. Ich bin super, super, super skeptisch, was dieses Fable angeht. Ich glaube, das wird eine Katastrophe. Ist so ein Bauchgefühl. Vielleicht stimmt es auch gar nicht, vielleicht wird es voll cool. Letztendlich bin ich der Gewinner. Ja, so rum quasi gesehen. Immer.
bei euch. Mit euch. Ja, hoffen wir mal, dass das mit dem MMO nicht stimmt. Aber könnte gut sein. Also, das würde aber auch ganz gut passen zu anderen Gerüchten und Überlegungen, die ich so aus der Videospielbranche von Journalisten gehört habe, dass Microsoft im Grunde eigentlich nur noch ihren Pass verkaufen wollen, ihren Games Pass, und sich nicht mehr für die Konsolen, für die Hardware im Großen und Ganzen interessieren. Denen ist es eigentlich egal, wo du deren Spiele spielst, Hauptsache du hast den Games Pass. Das scheint deren Strategie zu sein. Und da der Games Pass so irrsinnig billig ist und die so unglaublich viel Spiele raushauen, vermuten jetzt viele, dass die eben über Zusatzinhalte ihr Geld einnehmen wollen. Dass man zum Beispiel eben den Microsoft Flight Simulator jetzt nur in der Basic Edition, in der Standardversion kriegt, in der kleinstmöglichen Variation. Also mit so, also da sind ein Haufen Flugzeuge und Flughäfen drin, das ist schon ein Vollpreisspiel, aber es ist nicht die, das größere Paket mit noch mehr Flughäfen und noch mehr Flugzeugen. Das muss man dann wieder dazu kaufen. Und möglicherweise wird Microsofts Strategie so ein bisschen in die Richtung gehen, dass die über den Games Pass ihre Spiele mehr oder weniger fast verschenken, aber dafür werden die nachträglich ordentlich monetarisiert. Und da wird es natürlich auch sehr gut passen, dass die aus Fable so ein MMORPG machen, das dann quasi für die, weiß ich nicht, paar Euro im Monat, die dieser Games Pass kostet, im Grunde verscherbelt wird, aber dann kann man in-game so ein MMO natürlich super monetarisieren. Da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Das sind momentan, wie gesagt, alles nur Spekulationen und Überlegungen und Gerüchte. Aber es wird schon alles sehr viel Sinn machen und sehr gut zusammenpassen. Ich aber wirklich so als Verbraucher bin ich mit dem Games Pass super zufrieden. Weil was einem die da für ein paar Euro im Monat Spiele irgendwie um die Ohren hauen, ist unglaublich. Die machen damit garantiert auch Verluste aktuell. Wie damals mit der alten, mit der ersten Xbox. Die machen garantiert Riesenverluste. Ich glaube, wie viel kostet denn das im Monat? Das wurde jetzt ein bisschen teurer. Am Anfang habe ich es irgendwie für 99 Cent oder sowas abonniert. Aber das kann kaum mehr wie 2 oder 3, lass es 4 Vollpreisspiele im Jahr sein. Und dafür kriegst du im Monat ungefähr 5 um die Ohren gehauen. Ja, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und bin gespannt, ob Microsoft da quasi wirklich so der Clou gelingt, dass die zum neuen Netflix für Videospiele werden, so ein bisschen. Oder ob Sony mit der traditionellen Konsole doch eher das Rennen da machen wird. Was sich da letztendlich eher durchsetzt, oder ob das vielleicht auch koexistieren kann. Wer weiß. Ich meine, Nintendo hat ja mit der Switch sowieso so ein eigenes Ding gemacht. Wie immer. Also wie immer stimmt nicht. Wie seit der Wii. Vor der Wii waren ja die auch eiskalt im Konsolenkrieg mit drin. Mit Hardware und Bam und Spielen und Exklusivtiteln. Aber mit der Switch haben die so ein bisschen angefangen, ihre eigenen Sachen zu machen. Genau. Flatbrain Checkers, dankeschön. Die 100 Bits heute. Heute ist vielleicht neuer 100-Bit-Rekord, wer weiß. Ich habe leider nie mitgezählt. Kann ich mir bestimmt im Nachhinein Statistiken auf Twitch anschauen. Ich werde es euch verkünden, wenn es einer war, auf Discord. Wobei in den Statistiken sehe ich wahrscheinlich die einzelnen. Weiß ich jetzt nicht genau, ob ich da nachvollziehen kann, wie viele 100-Bit-Donations es waren. Da sehe ich wahrscheinlich nur den Gesamtbetrag. Na, werde ich rausfinden. Meine Güte, danke. Hey, danke fürs Abo verschenken, vollen Crusader.
23 Abos auf dem Kanal schon verschenkt. Crazy. Dankeschön. Ich habe übrigens, falls ihr euch wundert, heute wieder keine Kamera an, weil ich jetzt auch diese zwei, also diese 4 Wochen mehr oder weniger Urlaub dafür nutze, das Büro umzubauen. Da werden jetzt gerade Regale ausgetauscht und alles, deswegen sitze ich jetzt hier im Wohnzimmer mit nur der nötigsten Behelfstechnik, die ich brauche, um streamen zu können. Und drüben ist totales Chaos aktuell. Da wird die Woche so ein bisschen umgeräumt, renoviert, Sachen kommen in den Keller und andere Sachen kommen aus dem Keller rein. Und genau, das ist gerade im Umbau. Work in progress. Auf der Map sieht es immer so aus, als wären die schon fast am Ufer. Aber dann sind die irgendwie sonst irgendwo in den Tiefen des Ozeans. Oder so. Hallo, Land Squid Bird Rider Sister. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Aber ich bin nicht so schick angezogen, wie ich es wäre, wenn die Cam an wäre. Das stimmt. Schon allein, weil ich keine Hasenmütze auf habe heute. Games für PC. Erster Monat 1 Euro. Danach regulär 9,99. Angebot 3,99. Zeitlich begrenzter Preis. 9,99. Also das wäre dann ein 10er im Monat. Vollpreis quasi. Wenn wir jetzt mal alle ne, sonstigen Rabatte und sowas ignorieren. Also 120 Euro im Jahr. Das sind 2 Vollpreistitel. Das ist schon echt nicht schlecht. Eigentlich. Genau. Schlapper Look. Das ist echt nicht schlecht, wenn man bedenkt, was da wirklich für Spiele drin stecken. Wird wahrscheinlich, also mit Sicherheit, aber nicht so bleiben. Also, keine Ahnung, aber ich denke mir, dass das jetzt am Anfang ist, weil man einfach mal wirklich eine riesige Kundenbasis haben will. Und dann wird das wahrscheinlich, ne, dann wie man das halt so kennt, dann wird entweder das Angebot schon langsam heimlich ein bisschen schrumpfen oder die Preise werden immer wieder mal alle paar Monate ein kleines bisschen erhöht. Davon gehe ich jetzt mal aus. Aber aktuell ist es zumindest wirklich ein super Angebot. So, wie sieht's denn aus jetzt hier? Meine Güte, 20, noch 10 Alligatoren. Das ist wirklich der König der nervigen Fetch-Quests. Der Gott der nervigen Fetch-Quests. Wobei, im Grunde ist das auch nichts anderes wie 90% aller MMO-RPG-Missionen, oder? Hallo, Don Camillo, wie geht's? So, eins haben wir schon mal. Fehlen nur noch 9, oder? Genau. Okay, ich zähle jetzt mit dann. 8! Und 7! 6! Versuch da einen Countdown draus zu machen, aber mit den langen Fahrten dazwischen. 5! Wird das schwierig. 4! Countdowns muss man so schreien, habe ich gelernt. Überall. In jedem Film und überall ever. 2!
1. So, einer fehlt noch. Ah, hallo. Yeah. Wir haben es geschafft. Nur leider existiert jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, kein Melvin in unserer Zeit, in der wir gerade spielen. Deswegen können wir die Quest jetzt gerade nicht abgeben. Aber wir müssen in die Kirche und zum Sumpf. Aber eigentlich beides erst so um 18 Uhr rum. Ich habe, glaube ich, Zigaretten. Wir können mal zur Kirche und dann warten wir da einfach. Wer weiß, The Cluedo, wer weiß. Die Gedanken sind frei. Schnellreisepunkt.